Hey, meine Süßen, wir sind wieder hier oben. Uhu. Diesmal zumindest. Hier, guck mal, wir stehen in der Luft. Haha, witzig. Oh. Aber sowas ist halt immer unschön. Also echt so. Hasse ich. Aber gut. Ja, Ja. hier, guck da hinten, das ist ein Dragon Eye und da wollen wir hin und da müssen wir vorsichtig sein. Also ihr wollt auf jeden Fall nicht wissen, wie viele Versuche Claudio gebraucht hat, um da Ja, hochzukommen. das war schon ein bisschen unangenehm eigentlich. Deswegen, ja, ganz Ein gut. kleiner Ist Tipp, es es hier? waren mehr als zwei. Halt deinen Maul, geh weg. Ich hab keine Lust, wir haben schon 86. Oh ne, jetzt müssen wir das nochmal machen. Och, Oh Jesse. yeah. Och. Ich weiß übrigens, warum ich Jossi sag, wegen Jesse. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Glaub nicht. Ach so. Ja, das kommt Aber bin mir wahrscheinlich nicht von sicher. Melanpan, weil Lexi mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, warum sag ich eigentlich zu deiner Freundin so Jossi? Also, warum betone ich das so? Meinte ich, ich weiß es nicht. Dann habe ich nachgedacht und dann so, ich glaube, ich weiß warum. Wegen dem einen Melanpan-Video, wo Melanpan Jesse sagt. Das ist wunderschön. Ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich das hier mit einem Mal hier durchkriege. Ich bin mir sicher, sie würde sich freuen, mit dieser Frau verglichen zu werden. Oh. Ich glaube ihr nicht, oder? Nein. Nein. Verzeihung, gut, dann werde ich das nicht weiter Aber tun. das ist okay. Was? Ich würde das hier eh niemals sehen. So. Ach so. Warte mal, ich glaube, ich muss von hier aus erstmal drüber. Oh nein, da musst du wieder so einen Sprung machen. Oh. Ja, yeah, das wird wieder so eine geile Scheiße, sag ich dir. Oh nee. Bitte, bitte, bitte. Oh, danke. Ei. Oh, ja, okay, so Platforming ist anstrengend. Warte mal, So, dann und kann ich jetzt hier musst du hoch. darüber. Meinst du? Oder? Das war's Ja. doch dann. Ja, dann habe ich es geschafft. Also da musst du ja nur noch irgendwie die Treppe hoch und das Ja, dann bist haben wir es du geschafft. Yeah. Die alte Maya-Pyramide. Pyramide. Die Pyramide. Pü. Badaboom. Damit haben wir das Level abgeschlossen. Ja, Nice. fehlt nur noch das Katzenhockey, wie es hieß. Ja, richtig. Und das haben wir hier. Das machen wir jetzt Yes. sofort. Hallöchen. Tschüss. Ach ja. Da ist es. Ich habe einen Rhinox zu einem Katzenhockeyspiel herausgefordert. Aber ich habe mir wohl beim Trainieren meine Flosse verstaucht. Kannst du für mich spielen? Dafür kannst du sie ganz schön gut bewegen. Super. Er klingt. Ich die Katzen ein und schubse sie in mein Tor, um zu punkten. Er klingt ein bisschen wie so ein Psycho. Vielleicht. Kannst du für mich spielen? Kannst du für mich spielen? Ja, guck mal, jetzt müssen wir so die kleinen Katzen einfrieren. Oh mein Gott. Und ja, überbringen. So, verstehst du? Ja. So. Ja, guck, damit haben wir eins. Okay, ich verstehe. Nein. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. In So. der Er Tat. hat auch schon einen Punkt gemacht. Das ist nicht so nett. Los, Und oder? es gibt mit Sicherheit auch von diesem Spiel eine zweite Phase, gehe ich mal von aus. Weiß ich gar nicht mehr. Ach komm. Ich mach's immer so einzeln, glaube ich, oder? Es gibt irgendwie immer eine zweite Phase. Oh, wie süß dieses Detail, dass sie, sobald sie aufgetaucht sind, dann diesem Kratzer. Ich glaube, er ist verbuggt, kann das sein? Der Ich Typ. glaube, er macht nichts mehr, ja. Hoffentlich, Er das wäre schlägt jetzt. einfach die ganze Zeit nur noch gegen den einen da. Alles wird gut, Bro, du schaffst das. Oh, der tut mir weh damit. Ui. Ja gut, ich glaube, da hat so ein Na, bisschen, schiebt so ein bisschen Hass. Du kannst dir Zeit lassen. Ja. Ey, guck dir das mal Na, guck mal, ey, die geht schon von ganz alleine rein. Ja, wie süß. Ja, das ist voll süß, dass sie an diesen Katzenkratzbaum Warte, gehen. das muss jetzt so Thumbnail-mäßig werden, damit ich hier so draufstehe. Oh, come on. Oh. Das sieht gruselig aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich find's auch mal gut. Okay. Das ist witzig. Ich mag das alles. Ich will aber Ja. trotzdem auch. Okay, das ist so eine Magic Wall, aber. Alter, guck dir Ja. das mal an. Ich weiß doch auch nicht. Wow. Der Tipi. Der
Der hat auf jeden Fall seinen Spaß da drüben. Ja, hoffentlich. Also ich will ihn daran gar nicht stören. Das wäre ganz schön, wenn er das so macht, wie er macht. Oh, sorry, kleiner Mann. Das ist für ihn so im Großen und Ganzen sehr unterhaltsam. Nein, nicht nach da. Oh Gott. Ich bin froh, dass er auf jeden Fall so ist wie... Oh, okay, nevermind. Gut gemacht. Du verdienst es, den Pokal zu behalten. Danke. Ba-a. Ba-a. Geil. Oh nee, ich erinnere mich. War das nicht... Es gab mal ein... Im ersten Teil gab es ein... Warte, ich will ihn erstmal einfrieren. So. Im ersten Teil gab es ein Ei, aus dem ein Schaf geschlüpft ist, aber dass es sich dann entkleidet hat und dann war es ein Drachenbaby. Und ich glaube, das war das, aber ich glaube, das haben die nicht übernommen. Oh, okay. Ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht deswegen warte, auch hörst du das? Hörst du das? Ja, ich glaube, der Typ, der da reingelaufen ist, backt irgendwo da an der Wand. Wäre jetzt so meine Vermutung. Wäre auch aber meine Vermutung. Ignorieren wir das einfach alles. Ja. Aber hey, das haben wir relativ schnell gemacht. Das ist super. Ja, nice. Und was machen wir jetzt mit dem angefangenen Part? Ja, dann machen wir doch weiter. Wo soll es hingehen? Weiß ich nicht. Oh, Sparks, Alter, was ist los mit dir? Oh, Doodles. Wir haben hier entweder die Feuerwerkfabrik oder die verlorene Flotte oder die Zaubertürme, was auch immer. Gehen wir zu den Zaubertürmen. Alles klar, das ist eine interessante Reihenfolge. Warum nicht? Ich will nicht in dich rein. Oh, da ist er wieder. Ui. Spuck mich aus, du Süßer. Der ist ganz heiß auf dich. Ja, da hat mich zum Fressen gern. Ich merk schon. So, was wollte ich mal? Ah ja, zu den Zaubertürmen. Aber ich wollte da hier noch das hier holen. So, damit ich das nicht vergesse. Genau. Okay, dann auf zu den Zaubertürmen. Oder was auch immer. Aber du hast irgendwie noch nicht alles in der Overworld gesagt. Ja, habe ich noch nicht, aber das wird sich noch ergeben. Denke ich, hoffentlich. Okay. Spyro, wir brauchen deine Hilfe. Die bösen Katzenzauberer von Felinia haben unser Schloss gestürmt und unsere Prinzessin entführt. Wenn wir sie nicht aufhalten, muss sie Prinz Azrael heiraten. Ach, schrecklich. Oh nein, sie muss ihn heiraten. Ja, ich glaube, das Level wird dir gefallen, weil... Ach, du wirst schon sehen. Yeah. Wir müssen ihn stoppen. Prinz Azrael. Och nein. Dieser Mann will eine Frau dazu zwingen zu heiraten. Ach, das Zwangsheirat ist nicht in Ordnung. Zwangsheirat ist altmodisch und scheiße. Ja, ist es wirklich. Aber gut. So. Wir setzen hier ein Zeichen im letzten Part. Guck mal, es sind Katzenmagier. Oh. Mann, die Katzenmagier arbeiten mit den Rhinoxen zusammen. Das kann ich nicht tolerieren. Ja, ich auch nicht unbedingt. Warum tut dir das Katzenmagier? Oh nein. Hallo. Oh. Nein. Schnell, Spyro. Wenn wir nicht sofort das Schloss erreichen, muss die Prinzessin diesen Verlierer Prinz Azrael heiraten. Diesen Verlierer. Ich finde es gut, dass ihr Verlierer nennt. Oh Mann. Der arme Kerl, das ist bestimmt einfach nur Ohr. Hey. Oh, Scheiße. Wow, stimmt, wow. Ja. Da war ja was. Ich muss ja erst mal. Oh, der bufft die, oh mein Gott. Ja, der bufft die ganze Zeit, deswegen werden die stärker. Das ist ein nettes Konzept, mag ich. Ja, so. Ja. Warte, hab ich den jetzt eingesammelt? Ich denk schon, ja. Ja. Also, ich merk schon, die Welt hier ist so ein bisschen RPG-mäßig auf jeden Fall. Das kann man sagen. Also, so ja, mich halt sehr an Märchen hat mich. Ja. Yeah. Aua. Durch. Danke. Die verdammten Katzenzauberer, die versuchen nicht mit einem. Mal wer da wieder ist, natürlich. Ist das ein kleiner Frosch mit einer Krone gewesen? Hatte der eine Krone auf? Falls ja, dann wäre das richtig nice. Ich dachte gerade kurz, er hätte eine Krone auf. Kann ich hier oben? Musst du irgendwie, aber vielleicht von oben. Ja, das mag sein. Was ist. Achso, nee, das Ding kannst du ja noch gar nicht öffnen. Heute ist ein Glückstag, Spyro! Die Zauberer und ich haben einen Deal ausgehandelt. Für eine kleine Gebühr helfen sie dir, die Treppe zu heben und lassen dich weiter. Ja, okay. Eine weise Entscheidung, Spyro. Ich sage den Zauberern, sie sollen die Treppe hochziehen. Und viel Glück bei der Rettung der Prinzessin oder was auch immer. Danke. Alles klar, Bro.
Dankeschön, Dankeschön. Danke für nix. Ja, guck, die macht es wirklich. Das sind echt liebe Menschen. Menschen vor allem. Echt liebe Fellknäule. Richtig lieb sind die. Warte, kann ich schon von... Nee, ich muss die erstmal... Kann ich die? Vor allen Dingen, sie machen es immer wieder. Ja, ist doch recht nett. Verrückt. Okay. Wow, shit. Nein, jetzt habe ich meinen Sparks nicht mehr. Das ist nicht so nett. Nee, das ist nicht gut. Darf ich bitte durch? Hallo? Musst du wieder einen Froschi finden. Das muss ich wirklich. Keine Zeit verlieren. Prinz Azrael und seine Katzenarmeen wollen unsere Prinzessin entführen. Oh nein. Du musst sie retten, Spyro. Du bist der Einzige, der das kann. Du bist der Einzige, der sehen kann, wenn des Gottes Kräfte schwinden und der Donner verstummt. Trau deinen Augen. Ich muss irgendwie daran denken. Du das immer noch auswendig kannst. Das ist jetzt schon so lange her, dass du das in der Borderlands-Aufnahme gemacht hast. Ja, das stimmt. Oh oh. Gott. Ja, das wird gemein. Da war das ja irgendwie erst ein paar Tage her, glaube ich, dass du das gesehen hattest, wenn ich das richtig erinnere. Nö. Also der Film, woher ich das hab, den kenne ich schon eigentlich, seit ich klein bin irgendwie. Also ja. Okay. Halt, sorry, ich habe keine Toleranz mehr dafür. Oh nein, der arme Kerl ist richtig gegen das Tor geknallt und nach unten. Ja, okay. Oh nein, stürmen wir das Schloss. Diese Rhinoxe wollen uns aufhalten, oh Gott, aber er hat... das schaffen sie auch. Shit, heftig, muss ich sagen. Und so endete Spyros Abenteuer. Oh, jetzt bin ich hier auf einmal. Oh, das Prinz ein bisschen, hatte ihn gestoppt. Oh Gott. Warte, sind die? Oh, guck mal. Hab ich ganz vergessen, dass da noch was ist. Nehmen wir doch hier. Aha. Hallo. Benjamin. Und der Benjamin. Geh weg. So. Okay. Zacki, zacki. Oh, das ist witzig, was macht. Bumm. Kaching. Oh, da waren sogar drei Dingies. Das ist auch nett. Okay. Yeah, bam, bam. Okay. Aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen durch. Ja, hey. Alter. Heftig weggefetzt, Alter. Ist weit weggeflogen, du. Ja, schade verdient, der Süße. Aber jetzt musst du hier hoch, oder was? Ja, warte ich mal. Kann ich die auch umbringen? Ja, die muss ich sogar umbringen. Ja, irgendwie schon. So, damit hat sich das und dann... Oh, stimmt. Oh ja, das müssen wir beobachten. Nice. Okay. Yeah. Dann gehen wir hier rüber. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da hoch? Muss ich auf das Ding, auf dem Ding da landen oder... Nee. Ich glaube, sie ist ja, genau. So. Aha. Und dann hier rüber. Dann hat sie's. Nice. Mo. Ah ja, nice. Wow. Oh, bitte fügt er jetzt den Barkeeper von den Simpsons ein. Ja, das dachte ich mir auch. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Der gute Mo. Der gute Mo. So, haben wir auch alles? Schon lange nicht mehr geguckt, Simpsons. Wollte mal schauen. Ja, da hat tatsächlich eine Krone auf. Aha. Oh, süß. Das gefällt mir. Das ist ein schönes Hast du die Rubine eingesammelt von dem Ding, was du kaputt gemacht hast? Nee, oh, danke, dass du mich daran erinnerst. Ja. So, jetzt ist alles. So, dann haben wir das auch. Ja, und jetzt halten wir den Prinz auf. Ja, ja, okay. Wobei, warte. Okay, schnell. Meinst du? Ja, okay. Oh Gott, warum? Ja, okay, lange hält's nicht. Ah, das reicht nicht. Wow. Okay. Gut, dann. Okay. Ja, dann machen wir es halt. Oh Gott. Ja, das ist ein bisschen nervig. Du musst den klassischen Weg machen. Tja. Okay. Aber diesmal hast du ja noch deinen Sparky-Spark. Ja, Sparky, Sparks, Spark, Spark. Der Mann, der kann. Jetzt kann ich darüber, ne? Yes. Ja. Oh, guck mal, ja. Ui. Aber der Prinz. Oh,
Ah, Claudio, der Prinz. Was für ein Prinz? Du musst ihn stoppen. Wer ist... wer? Okay, ich muss hier nichts mehr machen, oder? Ne, zum Glück nicht. Oh Gott, das ist ein bisschen anstrengend gerade. Der Prinz. Warum ist es so anstrengend? Ich verstehe nicht. Lasst mich doch du in Ruhe. Du musst ihn stoppen. Du musst die Prophezeiung... Du raubst mir Zeit, mein kleiner Mann. Das ist nicht nett. Du musst die Prophezeiung erfüllen. Und du bist der Einzige, der sehen kann, wenn des Gottes Kräfte schwinden und der Donner verstummt. Wir gehen nochmal hier rein, ja. Easy, okay. Geh weg. Aua. Oh, oh, der geht nicht einfach so weg. So, jetzt schon. Ah. Oh, das sieht nicht gut aus für dich. Ja, das wird doch easy. Ja, gehen wir hier so. Da, 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 da. Ein bisschen rum. Aber. Oh, meine Fresse. Das ist jetzt das Level, wo ich. Ich merke schon, heute ist nicht dein Tag. Ja, heute geht's nicht irgendwie. Ich verstehe nicht. Heute läuft's nicht so. Heute läuft's wirklich nicht so. Naja. Vor allen Dingen kommen wir mit unserer Partstruktur sehr durcheinander. Ein bisschen. Hallo. Frage ist, gibt es hier noch genug zu tun, um noch einen zweiten Part zu füllen, sodass wir wieder einigermaßen in unsere... Ich hab eine Idee. Ja, ja, es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun. Oh Gott, wir machen jetzt mal so. Okay, gucken wir mal. So, wir haben 16 Minuten. Wir belassen es dabei. 16 Minuten... bleiben heute mal drin, damit wir den anderen Part noch füllen können. Okay. Yes, yes. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wow, wow. Ich bin wirklich allein auf dieser Welt. Nein, bist du nicht. Danke, Anti-Selbstmord-Schlüsselanhänger. Gern geschehen. Du, mein Lieber. Mo Sislek. Bist mir sehr wichtig.